Oh Mann, welches Kabel soll denn hier funktionieren? Das funktioniert nicht. Das hier auch nicht. Der hier? Nee. Hier, da ist eins, das ist 10 cm lang. Das könnte funktionieren. Nee. Hilfe, Leute. Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und ja, Leute, der Oculus Link ist jetzt in der Beta verfügbar und wie man den freischaltet, zeige ich euch gleich. Aber erstmal, ich habe es nicht hinbekommen. Ihr seht's, also ich habe hier 1000 Kabel und ja, keiner hat funktioniert. Und ich bin mir bei den meisten Kabeln gar nicht sicher, ob es USB 3.0 ist, weil 3.0 ist definitiv ja, das Minimum, was man haben muss. 3.1 wäre natürlich noch schöner. Und ja, bei den Kabeln bin ich mir alle nicht sicher, ob das wirklich 3.0 ist. Sind Handy-Ladekabel zum Beispiel. Dann, ja gut, der originale Oculus-Stecker wird wohl sowieso nicht funktionieren. Das ist wohl USB 2.0. Und ja, das Einzige, wo ich mir sicher bin, dass 3.0 ist, ist hier so ein Anker-Ladekabel. Und das benutze ich für mein Handy. Der ist definitiv 3.0, funktioniert aber auch leider nicht. Ja, das mal dazu zu dem Thema, aber ich bin echt gespannt. Ich habe jetzt ein Kabel bestellt, Typ C auf Typ C, USB 3.1, 3 Meter lang. Also zum Testen wird das erstmal reichen. Und wenn das funktioniert, werde ich da definitiv ein Video für euch machen und werde auch das Kabel verlinken. Aber es gibt wohl auch schon Leute, die gemeldet haben, es gibt Kabel, die funktionieren bei den einen und bei den anderen nicht. Also es ist nicht wirklich gesagt, dass das dann auch funktioniert, bei jedem funktioniert. Da wird man definitiv auf das Oculus Link Kabel warten müssen. Ja, ich würde aber sagen, ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr beginnen müsst, wenn ihr wirklich die Oculus Quest habt. Ihr habt jetzt Kabel und möchtet das ausprobieren. Habt die Oculus Software noch nicht installiert? Zeige ich euch kurz, wo ihr die Oculus Software installiert oder installieren könnt. Und dann gehen wir weiter, wie das funktioniert, damit man die Beta freischaltet. Ja, also schauen wir uns mal die Oculus-Seite an. So, hier sind wir auf der Oculus-Seite und ja, hier oben seht ihr den Link dazu, den werde ich auf jeden Fall auch in die Beschreibung packen. Und das, was ihr jetzt einfach tun müsst, ist diese Software hier herunterladen. Und ihr braucht jetzt für den weiteren Verlauf, was ihr jetzt ja für den Oculus Link machen müsst, die Handy-App erstmal nicht mehr. Ihr braucht nur die PC-Software und ja, die ladet ihr hier herunter. Und das ist ein ganz kleines Setup, was ihr da herunterladen könnt. Und ja, danach werden erst die richtigen Daten vom Server geladen. Das sind ungefähr 8 GB, glaube ich, waren es. Und ja, das ganze Setup dauert ziemlich lange. Also wenn es mal länger dauert, ihr wisst, ne, haut euch ins Slickers rein. Ja, wenn ihr das Ganze dann aber geschafft habt, dass den Setup-Vorgang abgeschlossen habt, dann sieht das Ganze so aus. Das ist jetzt die Oculus-Software, die ihr dann vorfindet. Und ja, dann müsst ihr einfach hier auf Einstellungen klicken, um am Beta-Programm teilzunehmen, dann auf Beta-Version. Und dann gibt es hier den Punkt Public Test Channel und den klickt ihr auch an. Und ja, der ist jetzt bei mir schon aktiv. Das seht ihr an dem blauen Untermalung. Und ja, normalerweise ist der, glaube ich, grau untermalt. Dann ist der halt nicht deaktiviert und dann ist der weiße Punkt, glaube ich, auch hier links. Und ja, wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, dann wird nochmal ein kleines Update geladen vom Server. Und ja, dann zeige ich euch, wie es weitergeht, wenn man dann die Quest aktiviert oder das Quest-Kabel einsteckt. Das kann ich euch jetzt hier mal kurz zeigen. Dann hört ihr diesen Jingle wieder. Dann steht hier oben, möchtest du die Quest einrichten? Ja, würde ich gerne machen. So, und so weit komme ich jetzt nur leider, weil ich kein passendes Kabel habe. Das, was ich jetzt hier benutze, ist auch ein Anker USB 3.0-Kabel, definitiv, aber das funktioniert leider nicht. Ich habe es auch an mehreren Ports schon versucht, also da ist jetzt keine Verbindung zustande gekommen. Wie gesagt, morgen kommt nochmal ein Kabel, das werde ich dann auch nochmal testen und ja, bin gespannt, ob es funktioniert. Ich hätte euch echt gerne jetzt mehr gezeigt, ein bisschen Gameplay vielleicht von Stormland, von Lone Echo und ja, ist natürlich perfekt für die Leute, die vorher keine Rift oder Rift S hatten und jetzt nur die Quest haben. Die können diese Spiele jetzt auch genießen, also echt top, finde ich echt gut. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass die Rift S jetzt dadurch stirbt. Aber ich bin gespannt. Also
Kann natürlich sein, dass sie dadurch jetzt wirklich stirbt oder ausstirbt. Aber glaube ich nicht dran. So, ja, weiter komme ich jetzt nicht. Deshalb machen wir jetzt hier erstmal auf Beenden. Oder wir klicken das einfach jetzt mal runter. So, ja Leute, dann zeige ich euch mal ganz kurz die Seite, wo man das originale Linkkabel noch bestellen kann. Und ja, ist momentan aber noch nicht verfügbar. Und ihr könnt euch aber hier jetzt anmelden und euch eine Benachrichtigung senden lassen. Werde ich wahrscheinlich auch noch tun. Und ja, das originale Kabel wird ein Glasfaserkabel sein. Das heißt, am Anfang und am Ende wird irgendeine Elektronik sitzen, die elektronische Signale oder digitale Signale in Lichtwellen umleitet. Und am anderen Ende das gleiche, nur umgekehrt passiert. Ja, das spart natürlich eine riesen Latenz. Man hat keine großen Widerstände über diese riesen Länge von, ich glaube 5 Meter soll das Kabel sein. Und ich habe mal irgendwas gelesen von 80 Euro. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich dann jetzt so teuer wird. Aber ganz billig wird es mit Sicherheit nicht, da es schon ein spezielles Kabel ist. Ja, das erstmal dazu und gehen wir mal auf diese Kompatibilitätsliste. Und ja, hier wird euch gezeigt, was ihr braucht, um dieses Questlink überhaupt nutzen zu können. Und ja, hier Prozessor, Grafikkarte kommen wir gleich zu. Memory ist mindestens 8 GB und Windows 10 braucht ihr und einen USB 3.0 Port ist natürlich auch klar. Und ja, hier sehen wir die Grafikkarten, die unterstützt werden und nicht unterstützt werden oder momentan nicht unterstützt werden. Und ja, in der Beta werden leider keine AMD-Grafikkarten ja, unterstützt. Ist zwar schade, aber hier steht auch, dass die momentan daran arbeiten oder eng mit AMD zusammenarbeiten, dass die so viele Grafikkarten wie möglich von denen unterstützen, die den Questlink dann auch nutzen können. Und ja, das wird wahrscheinlich erst nach der Beta sein. Und ja, hier hat Oculus jetzt, bis der wirkliche Linkkabel oder das Linkkabel erscheint, haben die jetzt einen Ankerkabel empfohlen, was man sich kaufen sollte, wo es dann am besten wohl mit funktioniert. Und ja, das ist hier das Kabel. Und das ist genau das Kabel, was, oder ja, ich glaube, dass es das Kabel ist, was ich auch habe. Und das funktioniert jetzt bei mir nicht. Ist auch ein USB 3.0 Kabel. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass es hier ein blauer USB-Stecker ist. Auf jeden Fall, das funktioniert momentan bei mir nicht. Aber da sind auch momentan leider nur noch 90 cm lieferbar und oder bestellbar. Alles andere ist wohl ausverkauft. Und was will man mit 90 cm? Also, ja, kann man eigentlich knicken. Und der Zitronenarzt, der hat echt da eine geile Lösung jetzt. Denn er hat sich ein ganz kurzes Typ-C-Kabel, ja, hat er sich an die Rift angeschlossen, oder an die Quest angeschlossen, sorry, und hat daran eine aktive Verlängerung, USB 3.0 Verlängerung angeschlossen. Und damit scheint es echt zu laufen und er hat es hier auch verlinkt, was es für ein Kabel ist. Ein D-Log aktives Kabel, 25 Euro kostet es natürlich, oder ja, das sind jetzt Schweizer Franken, aber so ungefähr 25 Euro wird es kosten, 5 Meter und ja, damit, wie ihr seht, zockt der mit der Quest und ja, wenn den Zitronenarzt noch nicht abonniert hat, Leute, abonnieren, richtig geiler Kanal, der haut richtig geilen Content raus und sehr informative Videos. Ich würde fast sagen, sogar informativer als meine hier. Ja, also das eigentlich dazu mal. Und ja, es gibt da momentan so viele ja, Lösungsansätze, aber noch keiner kann sagen, ja, das Kabel funktioniert definitiv bei dem Rechner und bei dem oder bei allen Rechnern. Also da sind wir momentan so in der Erfindungsphase. Und ja, sobald ich ein Kabel habe, was funktioniert, werde ich auch euch berichten davon und ja, auch das Kabel natürlich verlinken, dann könnt ihr es auch bestellen. Ich bin jetzt erstmal gespannt, ob es wirklich dann funktioniert. Wenn nicht, werde ich weiter suchen und weiter bestellen, bis ein Kabel echt funktioniert. Ja, Leute, ich hoffe, es war trotzdem informativ für euch, dass ihr da ein paar Informationen rausholen konntet für euch. Und ja, ich bleibe da auf dem Laufenden, was den Oculus Link angeht. Und ja, wenn euch es gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und ja, vergesst das Abo nicht. Würde mich auch darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ja Leute, Kommentare sind auch mega wichtig für meinen Kanal, also das wird oft, glaube ich, vergessen oder die Leute haben vielleicht keine Lust, aber ich freue mich auch immer über Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne Fragen stellen, also rund um VR und ja, von mir aus, was ist meine Lieblingsfarbe, ist mir auch egal.
Also ja, stellt Fragen, denn das bringt mich auch wieder im Ranking hoch und ja, darf man nicht unterschätzen. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen und ja, schaut beim Doc rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.